Hallihallöchen, willkommen zurück zu Minecraft und ich habe natürlich jetzt endlich mal daran gedacht, die Texturen zu ändern und dam, haben wir jetzt das da hängen. Ich dachte einfach, das wäre vielleicht ein ganz nettes Gimmick. Fand ich irgendwie ganz lustig, habe ich dann gemacht. Außerdem mag ich die Art Steintextur da. Deswegen fand ich, passte das ganz gut in unser Keller. Ich lasse es jetzt einfach erstmal so. Die Stonebrick-Textur habe ich noch nicht geändert. Ne, hier hatten wir ja noch gar nichts drin. Einfach weil ich nicht unbedingt fand, dass da jetzt was geändert werden musste. Also muss, eventuell kann, aber nicht muss. Ich gehe mal eben schlafen, weil es Nacht ist und da muss ich zu meinen Schafis raus, neue Wolle holen. Aber ich glaube, die habe ich letztens erst geschert. So. Sollte ich gescheht sagen, aber gescheht, das ist, glaube ich, nicht mein richtiges Wort. So wie ich denke. Na denn. Ich hoffe mal, draußen lauern nicht allzu viele Monster. Ja, die roten Schafe haben schon wieder alle ihre Wolle. Okay. Da hinten ist ein Creeper. Dem versuche ich dann einfach geschickt zu entgehen. Danke sehr für die Wolle. Die nehme ich gerne an mich. Und dann hier rein. Und zack. Und hier auch noch. Und von euch auch bitte sehr. Und danke sehr. Das ist lieb. Und ein Spinnenauge. Sowas will ich nicht haben. Das kann mir gestohlen bleiben. Wie ich die letzte Folge schon erwähnte. Okay, ist hier jemand? Nein, hier ist niemand. Aufpassen. Ach ja, und außerdem, das muss ich euch mal eben zeigen. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich habe selber noch nicht nachgeguckt, wie das aussieht. Ach ja, dieses Lied hatte ich in meiner Bio-Präsentation drin. Deswegen mag ich das so sehr. Hier, der Netersand hat jetzt... sieht ein bisschen zu comichaft aus, ne? Ja, das sieht etwas zu sehr comichaft aus. Immerhin besser als diese ganzen Gesichter, die mich da angucken. Das mochte ich nämlich überhaupt nicht. Ich mag es nämlich nicht, wenn man mich anguckt. Ich fühle mich da leicht beobachtet. Vielleicht kennt der ein oder andere das von euch. Jedenfalls ist es jetzt erstmal so. Ich suche nochmal eine andere Textur raus. Das war jetzt einfach das erste, was ich genommen hatte. Also nicht wundern. Und ich wollte ja eigentlich mal so einen Speed-Trank ausprobieren. Was ich jetzt aber dann doch erstmal lasse. So, dann hupdi-dupdi-dupdi-dup zurück zu unserem Keller, wo wir dann 11 neue Wolle verlegen können. Und dann muss ich auch noch ein bisschen aus dem Holz, was wir gesammelt haben, neue Kisten machen. Und dann muss ich eventuell bald wieder Holz sammeln. Das auch. Ach, es gibt so viel zu tun. Aber wir haben ja Zeit. Okay, da hinten hatte ich angefangen. Dann, da ist unsere Sick-Touch-Spitzhacke. So, dann nehme ich das mal hier alles raus. Setze hier mal eben eine Fackel hin. Ich hoffe, das reicht überhaupt jetzt, wie ich das bemessen habe mit Kisten. Das muss ich mal gucken. Nein, ich wollte keine weiße Wolle dahinsetzen. Warum habe ich die denn überhaupt noch mit? Also, 1, 2, leer, 1, 2. Ja, das passt, dass auf jeder Seite 4 Kisten sind. Nee, mehr Kisten. Man kann die ja auch direkt übereinander stellen. Ich vergaß. Oder wir machen, dass wir da Treppen hinmachen und die erste Kiste kommt hier. Das können wir natürlich auch machen. Ich bin mir unsicher. Verdammt. Egal, ich hole jetzt erstmal meine Stone Bricks raus und dann reiße ich das hier ein. Und dann setze ich da Stone Bricks hin. So. Das wäre dann erledigt. Dann hier auch noch. Ladada. An einigen Stellen könnte ich mir zwar wirklich mal meine Diamantspitzhacke sparen, aber das macht ja jetzt nicht so viel. Ich meine, die heilt ja noch genug aus, wie man sieht. Konnte man das nicht mal irgendwie sehen, dass man sieht, wie viele Blöcke man schon mit der zerschlagen hat? Ging das nicht mal irgendwie? Dass da dann so ein Doppelpunkt und dann konnte man das sehen? Ich meine, das war mal so. So, haben wir denn noch genug Stein für? Ja, haben wir noch.
So, 64 und 5 haben wir. Dann nehme ich erstmal die 5 in die Hand. Latatatata. Haha, ich nehme die 5 in die Hand. Versteht ihr? Gib mir 5. Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Sehr witzig. Ja, äußerst witzig. Haha, ich lach mich tot. Ja. Ich glaube, ich sollte solche Sprüche lassen. Die sind nicht so die besten. Hier kann ich einfach meine Eisenspitzhacke benutzen. Hier ist ja fast nur Cobblestone. Das macht da dann ja nicht so viel. Das ist kein großer Verlust. Tap, tap. Tap, tap. Und hier auch noch. Ich mag ja irgendwie ein bisschen das mehr, wenn Lager so recht klein sind und nicht so irgendwie solche riesen Gebäude oder so. Das mag ich irgendwie überhaupt nicht. Vielleicht teilt der ein oder andere da so meine Ansicht oder meine Vorliebe. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls baue ich in der Welt ja, also hier bislang ziemlich das, was ich gerade gut finde. Und ich würde da nicht irgendwie was bauen, was ich total doof fände. Also, glaube ich zumindest. So, dann hätten wir das soweit erledigt. Dann muss ich da noch in die Wand rein, genau. Das mache ich dann mal eben. Da nehme ich jetzt auch mal nicht die Diamantspitzhacke, einfach nur, weil ich da gerade keine Lust zu habe. Und ich hoffe mal nicht, dass die Musik zu laut ist. Aber jetzt ist das laute Stück auch schon wieder vorbei. Aus was mache ich denn die hinteren Wände? Puh. Das ist eine schwierige Frage. Und Mann, haben wir viel Dirt bekommen. Das lagere ich mal auch, den lagere ich auch mal ein bisschen ab. So. Ich könnte den Hintergrund ja aus dunklem Holz machen. Hier kann man dann, wie gesagt, so ein bisschen durchgucken, dass man da dann so gar nicht so das Problem hat. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Ich hoffe, ich habe genügend Holz bei. Ja, ein bisschen Holz habe ich bei. Oh, oh, das schluckt stackweise natürlich. Aber ich kann euch das ja... wodurch ersetze ich den Boden hier? Ich glaube auch durch Holz. So, ich mache hier einfach mal unsere Testbank hin. Und ja, Bank. Nicht wirklich Bank, unsere Testreihe. So. So. Wie, das geht nicht? Warum nicht? Ach, hätte mir das keiner vorher sagen können. Oh, das ist ja doof. Warum? So. Ich benutze jetzt einfach mal Trick 17. Den ja jeder von euch kennt. Vielleicht auch nicht. Aber der Begriff müsste euch geläufig sein. So. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Lösung, aber immerhin ist es eine Lösung. Dann mache ich mir mal eben auch, ich weiß nicht, aus Holz oder aus Stein. Ich versuch's mal mit Stein. So, so, so gut, dass diese Funktion wieder funktioniert. Die habe ich ja ein bisschen vermisst. Die letzten Folgen über. Okay, letzte Folge ging das, oder die beiden letzten Folgen ging das eigentlich auch schon wieder, aber... Upsa, da habe ich gerade meinen Popschutz verdreht. Einen Moment. So. Jetzt geht das wieder. Okay, dann hier und hier. Ich weiß nicht, sieht das mit Cobblestone aus? Hm.
dann kommt das so hin. Dann kommen wir noch an die Kiste dran, genau. Dann haben wir hier so ein bisschen komisches Lager. Ist jetzt nicht das Schönste, aber immerhin ist es eine Lösung. Weil damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das überhaupt nicht klappt. Das habe ich total ausgeblendet, erfolgreich. Und da scheint ein wenig die Sonne hindurch. Hallo Sonne. Ich grüße dich. Machen wir alle mal den Sonnengruß. Okay, dann hätten wir das soweit. Obwohl eigentlich doch, das geht, ne? Das geht halbwegs, oder? Ich mache auf jeden Fall, dass die beiden Seiten sich immer synchron sind. Das heißt, hier ist das genauso, ist das so, wie als hätte man die Seite auf die Seite kopiert. Und nicht, dass ich hier das andersrum mache, weil ich finde, das kommt einfach nicht gut. Wenn man da dann so reingeht und dann ist an beiden Seiten das unterschiedlich, da kriegt man ja Augenkrämpfe von oder irgendwie so total die verdrehten Augen oder so. So. Dann erstmal so. Okay. Haben wir noch Cobblestone? Ein bisschen. So. Okay, da muss ich mal kurz gucken. Da und da. Ach, das habe ich ja fast vergessen. Upsa, hier muss ich mal lieber eine Fackel hinsetzen. Nicht, dass uns hier was spawnt. So, dann setze ich hier wieder ein Cobblestone hin. Und dann hole ich mein Holz raus. So und so und so und so. Und so und so. Keine Sorge, das habe ich nur einfach gemacht, damit das passt. Und dann setze ich die eine Kiste schon mal hier hin. Dann kann ich hier schon mal das setzen. Genau, das ist doch primi. Dann flupp und flupp und flupp und hier auch noch flupp. Vielleicht setze ich hier hinter Glowstone rein. Ich glaube sogar, dass ich das mache. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich das machen werde. So. Gefällt mir eigentlich bis jetzt halbwegs gut. Also ich habe da jetzt nicht so viel gegen, nicht wahr? Was sagst du dazu? Wie findest du das Lager hier, in dem du so rumhängst, ne? Also, dann kleide ich das Ganze mal eben alles durch Holz aus. Damit wir das schon mal gemacht haben. Und die Decke muss ich dann ja durch Cobblestone ersetzen. So habe ich es jedenfalls eben gemacht und so werde ich es auch, glaube ich, weiterhin machen. Für Vorschläge, was besser aussieht, bin ich gerne bereit. Ich bin da ja immer offen, falls ihr irgendwie Tipps habt, wie man was verbessern kann. Nicht das Lied. So. Ich habe ganz vergessen, auf welcher Taste. Ach, auf der. Dieses Lied, ey. Ich weiß nicht, warum ich das in die Playlist genommen habe. Ich finde das irgendwie ein bisschen sehr eigen. Das erinnert mich an Star Wars Episode 3, das Spiel. An eine Raummission. So, das nehme ich jetzt einfach. Das klingt beruhigend und erinnert mich an Animal Crossing. So, die hintere Wand muss ich auch aus Cobblestone machen. Damit das mit diesen Treppen auch aussieht. Ansonsten wäre das ja ein bisschen seltsam. So. Hier und hier, genau. Dann haben wir hier hinten auch noch einen Durchgang. Oder ich weiß gar nicht, ob ich den hinteren Durchgang überhaupt lassen soll. Aber ich glaube, ich lasse den. Ich bin mir, wie gesagt, unsicher. Die mittlere Decke werde ich wahrscheinlich aus Holz machen. Und ich habe auch gleich schon keine Folgenzeit mehr. Ich guck mal eben, wie das aussieht.
So, hier haben wir recht viel Dirt. Da kann ich das schnell machen. So. Ja doch, das wirkt recht offen dann. Das wirkt recht hell, das mag ich. Ich mag es nicht so, wenn alles so dunkel ist und so beengend wirkt. Das ist ja schon so, das muss man ja gestehen. Bei Mises Texture Pack sehen einige Steine wirklich recht beengend aus. Deswegen arbeite ich bei Mises, wenn ich Mises benutze, auch gerne mit Holz. Weil das einfach heller wirkt und dann den Raum ein bisschen seichter gestaltet. So habe ich jedenfalls das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das hier machen wir dann auch noch alles aus Holz und das Ganze. Aber das machen wir dann, oder fangen wir dann erst in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ich kann euch dann auch wieder begrüßen. Wir sehen uns dann, hoffentlich dann. Dann, hoffentlich dann. Mann, habe ich jetzt häufig dann gesagt. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Ciao.